Moin Leute, Kolas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run. Sind ja hier auf dem Kovax-Mond und ich habe eben was bemerkt. Und zwar ist hier ein C-Energiefeld, ein B-Mineralablagerung und ein S-Gaswolke. Deshalb werden wir jetzt einmal kurz eben schauen, ob das in irgendeiner Form nice ist. Das Gasvorkommen, dann können wir nämlich da in der Nähe tatsächlich das einmal bauen. Vor allen Dingen in der Nähe von Handelsposten ist tendenziell sowieso eigentlich auch eine okaye Idee. Kommt drauf an, was das hier ist. Schwefelin. Ja, nee, Schwefelin ist leider eins von den nicht ganz so interessanten Gasen. Schade. Ich hätte ein bisschen Hoffnung, dass das was Vernünftiges sein könnte. Dann schauen wir jetzt nochmal hier eben einmal am Türmchen vorbei. Weil hier kreisen gerade die ganze Zeit die Raumschiffe. A-Klasse Shuttle. Hey. So. Was hast du denn hier? Drucken wir doch mal eine Karte aus. Hast du noch was Interessantes zufällig? Kriegen ein Geschenk. Nehmen wir. 19.000 Units. Die Kovacs mögen uns, sage ich ja. Okay, da ist aber auch nichts Interessantes. Da rein baue ich gar nicht. Hier brennt schon wieder. Dann scannen wir doch mal nach. Ja, Depots. Das ist eigentlich eine gute Idee. Bisschen mehr Ressources. Komm. Du kommst da hoch, sage ich doch. In 3 Minuten sind wir da. Beziehungsweise deutlich schneller, tatsächlich. Nee, 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 nee. Fuck. Okay. Hat noch so halb funktioniert. Ne, wäre halt schon irgendwie ganz schön, wenn wir hier ein vernünftiges Feld finden würden. Ach komm, das können wir eben mitnehmen. B. Eine Reihenablagerung. Ist leider halt auch nicht so gut. B gucke ich gar nicht erst an, weil, naja, ist halt zu wenig. Also es muss mindestens ein A-Tier sein, sonst ist das zu wenig an Förderung von den Extraktoren. Da lohnt sich das nicht. Da ist einfach der Stromverbrauch so viel höher. Das ist dann nicht mehr schön. Hier haben wir noch ein
Posten. War nix. Strom ist gleich leer. Wäre halt ein bisschen doof, wenn wir uns gerade mit den Wächtern hier jetzt anlegen. So, wir pirschen uns an. So, jetzt haben wir genug. Und dann machen wir uns ab. Ja, macht ihr mal. Hier kommt man nicht hinterher. Dann können wir auch gleich nach dem nächsten suchen. Boah, Ausbeute ist okay. Das nehmen wir doch gerne mit. Kupferansammlung. Sehr gut. C-Klasse. Ach, verdammt. Da so richtig viel gibt der Mond dann leider dann doch nicht her, ne? Muss man ja ehrlicherweise sagen. Hatte ich mir irgendwie ein bisschen anders erhofft. Schon wieder ein verfallenes Gebäude. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Ob es auch wieder Naniten sind oder was anderes. Jo, 144 Naniten. Diesmal gucke ich mal eben hier, ob hier noch was ist, aber in der Regel ist es halt auch zu wenig, dass es sich lohnt, da reinzugehen. Na, komm her. Okay. Irgendwelche Hotspots? Eine A-Mineralienablagerung, okay. Die gucken wir uns einmal eben an. Gleich sind wir da. So, analysieren wir. Was haben wir? Phosphor. Phosphor is actually not bad. Dann machen wir hier doch mal einen Base-Computer hin. Dann machen wir das mal in Rot und dann machen wir hier 11 Phosphor. Ups. So wollte ich. Farbe Rot-Weiß nehmen wir hier. Und dann basteln wir aber kein Eigenheim, sondern wir basteln das mit den Räumchen. Actually sollte ich erst gucken. So, einmal hole ich den Frachter hier nochmal ran.
Gerade mal kurz gucken. Mineralienextraktoren kann ich auf jeden Fall einiges bauen. Also machen wir erstmal hier. Dann basteln wir die einmal direkt hier oben drauf. Na komm, nehmen wir die freie Kamera. Geht ein bisschen besser. Dann machen wir hier so ein kleines Türmchen. Da legen wir hier eine Holotür rein. Machen Zugangstreppe. Natürlich auch in Rot. Ernsthaft, steht zu nah. Oh, ich kann auch einfach so copy-pasten. Ernsthaft. Kein Kohlenstoff mehr. Are you kidding me? Müssen wir das einmal kurz eben abbauen. Kann nicht wahr sein, kein Kohlenstoff mehr. Was sind wir denn hier angelangt? Ah. Das ist ja super. Okay, vielleicht machen wir das doch anders. Vielleicht machen wir das eher so ein bisschen weiter unten. Wobei, habe ich hier nicht ein... Ne, okay, warte mal, wir können improvisieren. Wir machen einfach Doors. Und platzieren das dann einfach hier. Dann haben wir dann eben einen Grund. Und dann können wir das auch immer noch hier so placen. Hallo? Jetzt müsste das besser passen in der Theorie. Will er natürlich nicht da, wo ich das möchte. Hm. Na komm, dann machen wir die hier hin. Ist auch okay. Dann das müssen wir auch noch anlackieren. So, dann brauchen wir Basisteleporter. Ich hätte aber gerne noch vorher. Wollen wir es denn? Das Ding, Mikroprozessoren brauchen wir noch zwei. Denn dann können wir uns jetzt auch Metallplatten einfach kaufen.
das ein Problem? Dann gucken wir einmal Richtung Energie. Gießen hier einmal zwei Batterien rein. Dann brauchen wir natürlich Solarmodule. Die gießen wir dann schön hier aufs Dach drauf. Sollte reichen. Na, Versorgungsdepot braucht man noch nicht bauen. Ah, braucht man hier noch was? Ne, Basisbergungskapsel braucht man nicht. Den Teleporter braucht man natürlich. Da brauche ich nochmal eben zwei Kohlenstoff-Nanorohre. Hallo? Da? Da. Sagen wir nämlich. Wobei, eigentlich können wir das so direkt hier neben placen. Das kommt natürlich auch in Route. Ist halt die Frage, braucht man noch mehr. Nee, eigentlich braucht man nicht noch mehr Dings da, ne? Wir brauchen nicht noch mehr Batterien. Dann packen wir da noch so eine Einheit hin und. Oh, ionisiertes Kobalt habe ich nicht mehr. Interessant. Ein Landeplatz hätte ich noch gerne. Oh, zwei Mikroprozessoren. Ah. Wieder kein Kohlenstoff. Habe ich. Da habe ich nur den. Aber habe ich nicht im Minotaurus noch Kohlenstoff? Ja, aber auch nicht mehr so viel tatsächlich. Ja, egal, dann bauen wir mal eben hier was ab. Geht ja mit dem Minotaurus fix. Nebenbei hier nochmal eben die Quest erledigt. Ich meine, das Gute ist, wir sind da auch jetzt direkt neben dem verfallenen Ding. Das heißt, wir könnten da auch immer Larvenkerne farmen. Ich glaube, ich booste da mal kurz rüber. Na, wobei. Geht auch hier. Bevorstehender Sturm können wir auch.
So, die Pflanzen nehmen wir auch noch mal eben mit. Nehme ich mal verdichteten Kohlenstoff. Jetzt wird es hier gerade schön molig warm. Alles fängt an zu brennen. So. Das heißt, wir können hier einmal. Also warte mal, wir hatten auch noch für Minotaurus was, ne? Eine Kanone. Können wir hier gleich anpacken. Der Kohlenstoff haben wir jetzt auf jeden Fall eher genügend. Das heißt, wir basteln hier nochmal eben Kohlenstoff-Mahnrohr. Und gleich ein paar mehr. Dann Mikroprozessoren. Das können wir noch zerlegen. Und das können wir noch zerlegen. Gehen wir mal hier kurz in Sicherheit. Hier ist ja alles wieder am Hochboosten. Das ist ja traumhaft. Ganz eventuell mache ich vielleicht doch noch mal eben zwei Batterien mehr. Sind wir da auf der nochmal sicheren Seite. So, das ging ja nicht. Dann brauchen wir jetzt nur noch das Landefeld. Das können wir bauen. Sehr schön. Freie Kamera. Dann können wir das eigentlich hier unten. Fällen wir das auch noch einmal ein. Das einmal lose. Jetzt hätte ich das gerne noch gedreht. Also ist gut. So, dann können wir nämlich hier unser Raumschiff holen. Und dann ist das gut, oder? Einen Speicherpunkt sollten wir noch machen. Bringt zwar im Hardcore-Pammer das schon nicht so super viel. Weil wenn wir verrecken, ist der Spielstand weg. Aber fürs gute Gewissen wäre es wahrscheinlich dann doch was. Metallplatten und die Wasserstoff-Gelee. Dann zwei Metallplatten. Gibt es hier die Wasserstoff? Nö, müssen wir einmal herstellen. Dann packen wir den auch noch einmal her. Wunderbar. Und dann benennen wir die Basis noch eben um. In L-Phosphor. Phosphorus al dente.
Machen wir das einfach so, braucht man nicht hochladen, weil ist halt eh nur dann für uns. Gut, das heißt, wir gehen jetzt die Kovacs nochmal ein bisschen an und gucken einmal, inwiefern wir die noch ein bisschen nerven können jetzt. Ah, da haben wir schon direkt die ersten. Denn wir wollen ja unseren Frachter staffieren. Das heißt, wir brauchen Fregattenmodule. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme jetzt jeden Frachter hier mit, oder? Okay, Schild dürfte ich genügend haben. Oh. Mach mal eben weg den Schild hier. Du hältst dich mal zurück hier. Tschüss, Frachter. An den nächsten. Alter. Der Wächter wieder voll im RAM-Modus. Was soll das? Nein, es buggt. Ich hasse es. So, der explodiert auch. Dann laden wir jetzt einmal eben Deflektorschild auf. Zeug hier einmal mit. Das brauchen die ja eh nicht mehr. Stehen hier nur so im All rum, tun nichts damit. So. Der hat den Schild schon aktiviert. Gucken wir doch mal, wie viel der Schild von ihm da aushält. Nicht so viel. Phasenstrahler hatte da. Die deaktivieren wir gleich mal. Deflektorschild einmal wieder. So, du bist auch weg. Was haben wir hier noch?
Okay, das sieht soweit gut aus. Dann schauen wir mal, dass wir die noch ein bisschen harassen. Weg mit eurem Schildern. Mineralleitungen sind halt tendenziell schon mal ein bisschen was wert. Zwar nicht extrem viel, aber ein bisschen. Okay, sehr schön. Ah, das ist nicht sehr schön. Der deaktiviert hier mal gerade meine ganzen Sachen. Müssen wir mal kurz hier gut, dass wir Reparatursets haben. Kann man ja alles wieder gut herstellen. Gott, aua, aua. Ja. Kann der mal aufhören zu rammen? Ist ja schrecklich. Wir kriegen ganz schön viel Damage gerade. I don't like that. Dann hauen wir mal kurz ein bisschen ab. Machen uns einmal auf Richtung sind wir voll. Dann müssen wir jetzt erstmal hier einmal wegheaten. So, sehr schön. Dann gucken wir doch mal unsere Ausbeute an. Das ist einiges. Leider aber nicht so die richtig, richtig tollen Sachen. Da waren wir vielleicht ein bisschen zu fix mit. Aber das können wir ja gleich alles hier einmal wegeaten. Also das Pyritfett kriegen wir auf jeden Fall so los. Gucken wir mal, ob wir es halt an die Raumschiffe verticken eher oder an den Handelsposten, wahrscheinlich eher an die Raumschiffe.
So, dann gucken wir da mal. Minus 15%. Das ist schon minus 31%. Minus 19, minus 19. Ja. Das ist eher was, was wir an die Händler persönlich verkaufen oder in einem anderen System. Hier, ich habe was von deinen Freunden. Die haben mir was überreicht. Willst du das haben? Eine Rahleitung will er haben. Machen wir doch sehr gerne. Alles andere will er nicht so gerne haben. Willst du auch noch was kaufen von deinen Freunden? Nee, eher nicht so. Nee, eher nicht so. Aber da wir jetzt auch eine vorgezogene Base haben, können wir ja sowieso auch noch einmal uns auf den Weg machen. Einmal ein bisschen weiter Richtung Galaxieende. Gibt es hier kein schönes System irgendwie? Ah doch. T3 Weekend System. Das hört sich doch gut an. Dann gucken wir da mal, ob wir das Zeug loswerden. Und mal hoffen, dass die coole Raumschiffe haben. Okay, ein Schlachtschiff-Battle. Oh, fuck, habe ich überhaupt Platz dafür jetzt? Noch mal ganz kurz hier schnell noch Platz machen. Ist ein bisschen doof, weil Zeit ist rar. Aber es geht halt. Ist ein bisschen doof, dass ich den jetzt gemisst habe. Den Turret. Die anderen Turrets sind nicht so dramatisch, aber der halt schon. Okay, sehr gut. Bin ich hier durch. Komm, explodier. Sehr schön. Wird tatsächlich knapp. Dabei.
Hat geklappt. Sehr schön. Zivile Flotte haben wir gerettet. Geborgenes Flottensignal bekommen wir. Das ist auch sehr geil. Jo. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Okay, dann, wo ist denn R-Raumschützen? Da ist R-Raumschützen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Direkt wieder S-Klasse-Upgrade für unseren Frachter. Wegheaten. Dann erstmal wieder upgraden. Exo-Anzug muss ja on point sein. Fahrzeugkanonenmodul können wir gebrauchen. Antrieb brauchen wir nicht. Da brauchen wir nicht gucken. Da wissen wir schon, dass es eine C-Klasse ist. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Rest der Woche. Bis dann, adios, ciao.